Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Ein Jefer Light, tatsächlich. Ich kenn's noch nicht. Light-Variante, okay, mal leichtes Bier. Passt auf jeden Fall heute. Ne, draußen ist wieder ein bisschen wärmer geworden, finde ich richtig gut. Was hat's denn? Ja, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und 2,7%. Tatsächlich, ja, fast die Hälfte, ne? Also das ist schon in Ordnung. Ja, friesisch herb steht auch hier nochmal drauf. Und Leute, jetzt bin ich richtig gespannt, kommt frisch aus dem Kühlschrank. Ich habe richtig Bierdurst heute, das glaubt ihr gar nicht. Und aus diesem Grund müssen wir das auf jeden Fall mal sofort öffnen. Und ja, verköstigen, da habe ich richtig Bock drauf. So, das sieht schon mal ordentlich aus. Schaut euch mal die Entspannungsverdampfung an. Da kommt ja wirklich ordentlich aus der Flasche. Ich hoffe, ihr erkennt es, weil die Flasche ist nämlich grün. So, Freunde, die Kapsel ist bedruckt, diesmal tatsächlich in Rot. Das konnte ich mich so nicht dran erinnern. Ich glaube, die normale war chromfarben, oder? Naja, kriegt der Sammler. Ich lege es jetzt mal hier beiseite. Und Leute, ich habe Bierdurst, wir schenken das sofort ein. Oh, läuft sehr gleichmäßig ins Glas. Sehr guter Einschank. So, was haben wir denn da? Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles. Nichts Außergewöhnliches. Ein fingerbreite Blume. Ja, das ist ein bisschen minimalistischer, sage ich mal. Mittelporig bis grobporig. Ziemlich viele Schaum. Ich sag mal, viele, viele Luftschaumbläschen. Ich glaube, heute habe ich schon zu viel getrunken, was? ja, was, Luftbläschen, ziemlich viele Luftbläschen sind drauf. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, aber nicht im positiven Sinn, weil das ist schon sehr schneller Zerfall. Guck mal, ich halte es einfach mal rein, ne? Schaut mal selbst. Ja, also ich glaube, mit 90 Sekunden Standard wird es wahrscheinlich knapp werden. Also ich sehe auch schon die ersten Inselchen. Also nicht ganz so hübsch von der Blume. Ja, warum? Woran liegt das? Keine Ahnung. Okay, aber gut. So, schauen wir uns mal, was haben wir denn in einem Glas drin? So, da haben wir erstmal ein richtig schön strohiges Getreidegold. So soll es sein. Das Ganze ist natürlich filtriert. Sieht erstaunlich saftig aus. Finde ich erstmal soweit gut bei einem Leichtbier oder generell bei einem Sommerbier. Erwarte ich das ja meistens schon gar nicht, ne? Dass es da so eine gewisse Tiefe hat. Hier ist aber eine Tiefe vorhanden. Ja, und auch, wie man es erkennen kann, hier unten, wo sich das Glas verjüngt. Schöne aufsteigende Karbonisierung. Richtig perlt es ab, richtig ordentlich. Das heißt, es wirkt schon so ein bisschen spritzig. Finde ich eigentlich ganz gut bei so einem Leichtbier. Ja, alles im allem, wenn ich da so reingucke, muss ich sagen, sieht das doch eigentlich recht solide aus, recht ansprechend tatsächlich. Einzige Problem, was ich habe, ist hier wirklich mit dem Blümchen. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Also da hätte ich schon gerne so ein bisschen mehr gehabt, ja. Naja, machen wir mal bewerten hier. Wie soll man das bewerten? Müssen wir auf jeden Fall einen Punkt Abzug geben. Machen wir mal 3 von 5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Also wenn der Wirt mir dazu hinstellen würde, würde ich zwar auf jeden Fall sagen, ja, lass mal stehen, ich bin neugierig, ich habe Appetit, aber ich habe schon schönere Biere stehen sehen tatsächlich. Gerade, wie gesagt, wegen der Blume, da bin ich so ein bisschen, ja, verwirrt, enttäuscht, so in diese Richtung halt, ne? Weil ich kannte es eigentlich, dass es ein bisschen voluminöser war, aber es ist manchmal so. Gut, dann würde ich sagen, wollen wir mal anschnuppern, mal schauen, wonach es duften tut. Ja, das ist das, was da auch schon aus der Flasche rauskam, ne? Friesisch herb. Ja, das ist so herb, ne? Das ist schon... Das mag ich wiederum. Vom Bouquet her richtig ehrlich, richtig schlicht, so richtig schön hopfig, herb, ja, so... Oh! Schon toll, ganz leicht, kommt dann auch so ein bisschen was Getreidiges da rein, ne? Das ist schon... Das ist schon was Schönes, Freunde. Ihr Lieben, genau, der Antrunk. Also, auf euch zum Wohl. Auf das Bierchen und auf den Genuss. Ja. Oh. Ah, Freunde, das ist es aber. Das ist es. Also, es schmeckt viel, viel besser, als es aussieht. Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Vom Antrunk her, du hast eine Frische.
Es ist richtig erfrischend, es ist richtig spritzig, es ist dynamisch, es will getrunken werden. Und jetzt kommt's, es ist diese Herbe, die wir beim Jefer tatsächlich auch kennen. So bam, also mein Best statt sofort da rein auch. Das schmeckt nach Hopfen. Das schmeckt so richtig schön floral im Abgang. Leicht grasig, mag ich auf jeden Fall. Der Malzkörper ist jetzt nicht zu dominierend, beim Antrunk zumindest, sondern verhält sich eher so ein bisschen sekundär, ne, zurück. Also eigentlich genau die gleiche Geschichte wie das Pilz, was wir auch kennen. Also das mit mehr Alkohol, also nicht die, nennen wir es mal das Originale. Was ist denn heute mit mir los hier irgendwie? Dabei habe ich doch vorhin nur ein alkoholfreies getrunken, ist ja merkwürdig. Naja, auf jeden Fall merkt man hier ehrlich gesagt keinen Unterschied. Ich finde das gut. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich fast sagen, es ist ein bisschen weicher, aber das kann natürlich auch täuschen. Jo. Die Herbe ist schön lang anhaltend. Das ist genau das, was ich auch mag. Und das ist ehrlich. Also ich glaube, wir können es schon zusammenfassen. Also Freunde, fassen wir mal zusammen. Jefer Light, ganz klar, ist dem Original, steht dem nichts nach. Es ist wirklich eine Idee, die ihr machen könnt, wenn ihr sagt, so gut, wir wollen ein bisschen weniger Alkohol da drin haben. Mit 2,7% habt ihr das auf jeden Fall. Und ihr müsst nicht auf diese friesische Herbe tatsächlich verzichten. Es ist dynamisch, es ist frisch, es ist einfach so, wo ich sage, ja, das macht Spaß zu trinken. Es ist ein richtig schöner Sommervertreter, finde ich, da wo man nach einer Radtour oder so, ja, ganz gemütlich sich hinsetzen kann, Picknick, ja, optimal, und dann macht er schön ein Fläschchen auf und dann trinkt er das und dann habt ihr wirklich eine gute Qualität im Glas, die Spaß macht zu trinken. Ehrlich, schlicht, erfrischend und herb. Das zeichnet hier dieses Jefer Light im Prinzip aus. Ich würde es ganz klar empfehlen, ich würde es mir auch ein zweites und ein drittes Mal in den Einkaufswagen packen. Jetzt muss man nur sagen, für wen ist es nicht? Wer es im Abgang hinten nicht ganz so herb mag, nicht ganz so floral, hopfig, der sollte sich lieber für ein anderes Bierchen entscheiden, weil das ist wirklich schon ordentlich. Ja, das ist nordisch herb, Freunde. Ich liebe es, Freunde. Gut, sind wir fertig. Jetzt müssen wir es natürlich noch bewerten, das Ganze. Und hier ist ganz klar, Freunde, 5 von 5 / 6 möglichen Punkten ist es mir wert. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Biersüffler.